years, I'm asking you why. Why are the innocent dead and the guilty alive? Where is justice? Where is punishment? Or have you already answered? Have you already said to the world, here is justice, here is punishment? Ich war da. Ich setzte mich auf den Rücksitz eines großen schwarzen Wagens, der mich in die Dunkelheit mitnahm, bis in den Keller unter einem großen Gebäude. Und ich dachte, dies könnte mit einer Kugel im Kopf enden, und mir wurde ungemütlich zumute. Doch er holte mich heraus in einen Raum und sagte, ich bin ein internationaler Wissenschaftler und etwas beunruhigt mich wirklich, wirklich sehr und ich brauche jemanden, der es der Welt mitteilt. Ich wusste übrigens, worüber er sprach. Ich wusste eh, was vor sich geht, denn es wurde auch in anderen Ländern diskutiert. Er sagte, dass es nun möglich sei, Viren und Bakterien genetisch zu verändern. Was nun entdeckt wurde, ist, Bakterien können für hunderte von Jahren im Wartezustand im Boden liegen. Dies ist bekannt bei Friedhofsarbeitern oder bei Leuten, die alte Gräber öffnen. Wenn Licht auf Bakterien fällt, regenerieren sie sich wieder, obwohl sie für einige hundert Jahre im Boden lagen. Es benötigt nur eine spezifische Frequenz und peng, ist sie wieder aktiv. Man braucht nicht mehr als zwei Gehirnzellen, um herauszufinden, wie es von hier aus weitergeht. Die Viren leben in Wirtsorganismen. Wenn ich ein Virus in eine schlafende Bakterie setzen will, von der ich weiß, dass sie zum Leben erweckt werden kann, gehe ich nach Norwegen auf Ferien oder Dänemark oder Schweden. Ich verteile den Virus in den Wäldern mit den schlafenden Bakterien und komme zurück. Und ich kann, wenn ich will, ein oder zwei Jahrhunderte oder zwei Stunden warten, was für mich keinen Unterschied macht. Alles, was ich zu tun habe mit HAARP oder einer ähnlichen Vorrichtung, ist die Mikrowellenfrequenz hoch in die Ionosphäre zu senden, von welcher sie nach Norwegen herunter reflektiert wird. Dann wird der Virus zum Leben erweckt, weil sein Wirt lebendig wurde. Das ist es, wo wir uns heute befinden. Staaten können nun nur durch Einführen von Viren-Bakterien-Kombinationen die Ökonomien ganzer Staaten zerstören. Aber bedeutet dies nicht, dass wir uns in einem neuen Kalten Krieg befinden und das gesamte Militär überflüssig ist? Oh ja, absolut richtig. Wir befinden uns in einem neuen Kalten Krieg und deshalb entwickeln Staaten diese Technik. Ich meine wirklich entwickeln. Und deshalb wachsen überall die Mikrowellentürme. Wenn sie es einsetzen wollen, können sie es. Das System besteht und funktioniert.